Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wladimir Galabov, mein Name. Hier erfahren wir alles über die Einzahlung bei CryptTrade Capital. Zu diesem Zweck klicken wir auf diesen roten Button. Einzahlen. Und jetzt etwas sehr Wichtiges. Hier sehen wir unsere E-Mail-Adresse. Jetzt können wir uns aussuchen zwischen Perfect Money, Advanced Cash und Bitcoin. Sehr wichtig ist, dass wir erstmal unsere Profileinstellungen vervollständigt haben. Das heißt, diese Zahlungs-IDs, die müssen schon abgespeichert sein, ja, ansonsten wird es nicht funktionieren. Das heißt, erstmal zum Beispiel die Bitcoin-Adresse abspeichern, hier unter Profileinstellungen, und dann können wir weitermachen. Hier wird der Wechselkurs angezeigt und diese drei Punkte sind sehr wichtig, also äußerst wichtig. Wir müssen von, das ist jetzt in diesem Fall unsere Adresse, unsere Bitcoin-Adresse, die wir in unserem Profil abgespeichert haben, wir können nur von dieser Adresse aus einzahlen. Das heißt, es kann nicht jemand anders für uns das Geld überweisen, sodass das Geld dann in unserem Account ankommt. Das ist unmöglich. Nur diese Adresse benutzen, die wir auch im Profil abgespeichert haben. Sehr wichtig. So, dann müssen wir den Bitcoin-Betrag überweisen, der hier unten erscheinen wird. Also nicht einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel 50 Dollar überweisen wollen, nicht einfach in unsere Bitcoin-Wallets reingehen und 50 Dollar überweisen, sondern genau diesen Bitcoin-Betrag überweisen. Ja? Und diese Übertragung, dieser Transfer könnte ca. 30 Minuten dauern, manchmal kann es bis zu 2 Stunden dauern, spielt keine Rolle. So, dann klicken wir auf Bestätigen. Und jetzt ist Folgendes, das ist nochmal das Gleiche, was wir bisher gesehen haben. Ja? Hier wird nochmal unsere Bitcoin-Adresse angezeigt und der Betrag, den wir überweisen wollen. So, und Bitcoin Geldbörse Unternehmen, das ist die Bitcoin-Adresse von CryptTrade. An diese Adresse müssen wir das Geld überweisen. So, ich kopiere einmal diese Adresse, gleich werde ich sie brauchen. Und wir müssen unbedingt diesen Betrag hier überweisen. Also nicht diesen, sondern diesen hier. So. Und dementsprechend müssen wir die Zahlung bestätigen, indem wir die Transaktions-ID hier eingeben und einen Screenshot hochladen. Wie funktioniert das jetzt mit dieser Transaktions-ID? Okay, ich gehe davon aus, dass du mit deiner Bitcoin-Wallet schon umgehen kannst. Du kannst eine ganz normale, ganz simple Transaktion tätigen, einfach auf den Button Send klicken und die Felder ausfüllen. Jetzt werden wir uns darauf konzentrieren, wo wir die ID finden. Das ist meine Transaktion, die ich vor 18 Tagen zum ersten Mal, also meine erste Transaktion vor 18 Tagen. Ich werde euch zeigen, dass man sogar die Transaktions-ID von dieser Transaktion finden kann. Und zwar, man macht Folgendes. Man merkt sich einfach diesen Betrag hier. Wenn ich drauf klicke, erscheinen sowieso nochmal die ganzen Daten. Das ist der Betrag, das ist dieselbe Bitcoin-Adresse, an die ich das Geld geschickt habe. Und jetzt öffnen wir, weil bei Qubits ist es leider so, wir haben hier einen kleinen Nachteil, die Transaktions-IDs werden nicht angezeigt. Deswegen öffnen wir einmal die Seite blockchain.info, also diese Seite. Und hier werden in Echtzeit alle Transaktionen angezeigt, die weltweit erfolgen. Wir sehen hier 50 Bitcoins, haben wir gerade eben gesehen. Also in Echtzeit werden die ganzen Transaktionen erfasst. So. Wir sehen, die ganze Fiat-Währung flüchtet gerade in Bitcoin, deswegen ist das hier so intensiv. Okay, jetzt kopieren wir einfach diese Bitcoin-Adresse hier in dieses Feld. Also hier setzen wir die ein, dann auf Suchen klicken und jetzt wird Folgendes angezeigt. Wenn wir die Transaktion jetzt ausgeführt hätten, dann hätten wir meistens hier den Betrag schon hier oben gesehen, ja. Oder hier. Das ist jetzt ein Sammelaccount, deswegen sehen wir hier sehr viel. Also alle Leute, die jetzt Geld überweisen an CryptTrade Capital, die machen das über dieselbe Bitcoin-ID. Deswegen sehen wir hier, was jeden Tag so eingegangen ist, ja, an Geldern. Bei mir war das so, ich habe die Transaktion am 18. getätigt, am 18. Dezember. Wir sehen hier, wir sind noch beim 4. Januar. Deswegen muss ich jetzt hier schauen. Das ist immer noch der 1. Januar, der 30.12. Jetzt schauen wir mal, wo der 18. bleibt. Übrigens, hier ist der 18. Übrigens, das sind hier die IDs, die wir brauchen, also diese ID hier.
Und meistens, wenn wir jetzt die Transaktion sofort getätigt haben und nach dieser Bitcoin Wallet ID gesucht haben auf blockchain.info, meistens wird unsere Transaktion sofort hier oben angezeigt oder wird die zweite sein, wenn jemand schon inzwischen auch was anderes überwiesen hat. Ja, also jetzt muss ich mir nochmal diesen Betrag einmal kopieren. 0633, damit wir nach diesem Betrag suchen mit der Suchfunktion. Und hier ist der Betrag, den ich am 17. dann überwiesen habe. Stimmt das? Genau, am 17. habe ich den Betrag überwiesen. Okay, das heißt, das ist meine Transaktions-ID. Jetzt muss ich die einfach kopieren, mit der rechten Maustaste klicken und kopieren. Wenn das bei euch aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann klickt einfach hier drauf und dann öffnet sich diese Seite und wir können ganz genau sehen, wohin das Geld gewandert ist. Das ist hier nochmal diese Transaktions-ID. Ansonsten finden wir sie auch hier oben nach diesem Backslash. Ja, das bedeutet, wir können alles vor dem Backslash einmal löschen. So, und dann bleibt einfach nur die ID drin. Ja, die kopieren wir einfach und dann müssen wir die hier einsetzen. Ja, und dann machen wir natürlich einen Screenshot. Dann machen wir einfach einen Screenshot von dieser Transaktion. Ja, und das schicken wir einfach mit. Dann müssen wir einfach die Datei hochladen. Wir klicken einfach hier drauf und wir suchen uns die Datei aus, die wir gemacht haben. Die wird dann hier angezeigt. Ja, das bedeutet, dass wir die hochgeladen haben. Ja, und wir klicken einmal auf Bestätigen. Ja, und das war's alles über die Einzahlung bei Cryptid Capital. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne fragen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und alles Gute. Ciao.